Hallo Ödländer, willkommen in der Vault und es geht weiter mit dieser verzwickten Situation. Ah, Mr. Brodsch, mit dem haben wir auch schon geredet. Wer ist denn da drin? Ach du heilige Scheiße. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ein weiterer Patient. Was darf es denn sein? Eine Appendektomie? Eine Tonsillektomie? Eine Hysterektomie? Und wie denkst du über diese ganze Sache? Nun, menschliche Probleme sind für menschliche Herzen, für mich nicht von Belang. Meine Arbeit ist mein Leben. Und wie Sie sehen, habe ich viel zu tun. Andy, was ist passiert? Überall ist Blut. Ja. Ein ziemlich unglücklicher Vorfall. In dem ganzen Tumult hat sich Miss Beatrice in ihrem linken großen Zeh eine schwere Verrenkung zugezogen. Leider hatte ich keine andere Wahl, als eine Amputation durchzuführen. Das Bein musste weg. Es tut mir leid, aber die Operation ist gescheitert. Also wie ich das sehe, sind die Beine noch dran, aber sie selbst ist tot. Wer hat dich bitte zum Doktor gemacht? Natürlich. Als ihr Vater die Vault verlassen hat und Jonas frühzeitig gestorben ist, musste der Aufseher schnell handeln. Und so ernannte er mich zum neuen Vault-Mediziner. Eine fabelhafte Entscheidung, wenn ich das mal so sagen darf. Immerhin bin ich gut ausgerüstet. Nein, ich möchte mich nicht von ihm heilen natürlich, lassen. Natürlich, natürlich. Nur nicht aufhalten lassen. So, ich habe Folgendes gesehen. Das müsste nämlich noch was von... Genau, eingerahmtes Zitat. Verschlossen durchschnittlich. Hallo? Das ist, ich glaube, ein Versteck von unserem Vater. Ah, scheiße. Wir haben 7 Haarklammern. Oh, Diagramm Rocket-Werfer. Nice. Kronkorken, trautes Heim, Glück allein. Beenden. Rocketwerfer. Sehr gut, trautes Heim, Glück allein. Notizen. Tja. Okay, muss ich schneiden? Das heißt aber, beziehungsweise lauter machen. Das heißt, ich stelle die Audio, die Musik und die Effekte runter. So. Jetzt, jetzt. Tja, da sind wir nun. Sicher und geborgen in Vault 101. Es ist so kalt hier unten. Noch kälter, weil Catherine weg ist. Oh, Catherine. Ich wünschte, du wärst hier bei mir. Wie soll ich das nur alleine schaffen? In diesem Loch leben. Mich um unser Kind kümmern. Aber das ist jetzt unser Leben. Ich sollte mich also daran gewöhnen. Der Aufseher dieses Ortes ist ein Tyrann. Aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Okay. Das ist anscheinend so eine Waffe, die wir selber bauen können, was wir da drin gefunden haben. So, weiter geht's. Ja. Beatrice, okay. Hat nichts dabei. Terminal, Patienten. Experimente. Was? Experiment 27CE. Die Zellvermehrung läuft weiterhin normal. Keine Mutation. Gott sei Dank. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was der Aufseher anstellen würde, wenn was immer da draußen herrscht, in die Vault gelangen könnte. PP 216. Ich habe noch ein paar Wasserchips geborgt und den Strom hier in der Klinik umgeleitet. Endlich konnte ich Einfluss auf die letzte Probe nehmen. Das ist wenig, aber angesichts der Mittel, die mir zur Verfügung stehen, ist es eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung. Das Getränk hat eindeutig zu viel Kohlensäure. Ich muss andauernd aufstoßen. Also, rülpsen. Aufstoßen ist, glaube ich, kotzen? Egal. Doch dieses neue Experiment ist noch aus einem weiteren Grund von monumentaler Bedeutung. Jonas hat mir zum ersten Mal geholfen.
Er ahnt schon seit Ewigkeiten etwas. Daher war das wohl unvermeidlich. Seine Hilfe war von unschätzbarem Wert. Ich hoffe nur, dass er weiß, was er sich damit eingebrockt hat. Patientenunterlagen. Ah, ich glaube, das hatten wir schon. Amata? Okay. Ich glaube, das hatten wir schon durchgelesen. Glaube ich jetzt einfach mal. Ansonsten entweder. Wie kann ich Ihnen dienen? Die Rückkehr überrascht mich völlig. Okay. Jetzt ist wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir tatsächlich mit allen gesprochen haben. Oh, hier ist noch ein Terminal. Kann ich an dieses Terminal? Kann ich nicht dran? Warum darf ich an dieses Terminal nicht ran? Ja, ich will in dieses Terminal ran. Geht nicht. Blöd. Löffel. Okay, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir mit dem Aufseher sprechen müssen. Mann, ich wünschte, wir könnten diesen Laden aufmischen. Ja. Du hast doch eine Waffe, probier's doch. Und jetzt muss ich mit dem Aufseher reden. Und ich glaube, es wird mir so schwer fallen, mich zu entscheiden. Meine Nase juckt mir, aber ich muss jetzt spielen. Ich muss spielen. So. Das ist immer das Problem, weil die Sommerpause ist ja eigentlich gar nicht so lange, wie ihr sie immer empfindet, sondern ich muss ja vor Ende der Sommerpause muss ich ja schon Folgen aufgenommen haben. Was ich ja gerade eben tue. Das heißt, für mich ist die Sommerpause eigentlich gar nicht so lang. Gut, man muss sagen, ich habe sehr großen Spaß dran und ich konnte es mir auch dieses Mal nicht verkneifen. Mann, ich wünschte, wir könnten ja, halt die Klappe. Laden aufwischen. Ich konnte es mir nicht verkneifen, dann während der Sommerpause noch ein paar Videos rauszuhauen, weil... Darf man fragen, was das soll? Ja, halt die Klappe. Ich will hier rausfinden. Kannst du mir den Weg zeigen? Hey, wer bist du? Bei dir waren wir, glaube ich, noch nicht. Schön, dass wir uns wiedersehen. Christine Hallo? Kendall. Toll, Sie sind wieder zurück. Ah, wenigstens du freust dich. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Ich würde uns nicht Rebellen nennen. Wir sind zwar mit dem Aufseher nicht einer Meinung, aber wir lieben die Wort. Wir wollen halt auch mal raus. Okay, was ist hier unten passiert? Mama und die kleine Monika wurden vom Feuer eingeschlossen. Ich habe versucht, sie zu retten. Ehrlich. Aber es war einfach viel zu heiß. Ich weiß, dass sie nichts dafür können. Aber mein Vater hält nicht viel von ihnen. Ihnen würde auch nicht gefallen, was er über Ihren Vater sagt. Aha, okay, ich muss mich auf den Tschüss. Weg ja, es halten so einige Leute halten nicht sehr viel von mir. Oh, du bist denn auch noch da. Die Rückkehr überrascht mich völlig. Sie sind am Leben. Ja, bin ich. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Es gefällt mir nicht, dass diese Sache uns mit unseren Familien entzweit. Aber wir können nicht ewig hier unten bleiben. Sehen Sie sich doch nur um. Ja. Was ist hier unten passiert? Viele Sicherheitsleute wurden verwundet oder getötet. Wegen des ganzen Chaos wissen wir noch nicht genau, wer wen getötet hat. Aha. Tschüss. Hallo. Ich glaube, das wird sich auch nie aufklären ganz. Die Rückkehr überrascht mich völlig. Ja. Danke, ich hab's jetzt kapiert. Reaktor Upper Level. Upper Level klingt gut. Ich muss ja mit dem Aufseher reden. So. Aufseherlein. Security. Mit dir muss ich sprechen. Wie wär's damit, uns einfach in Ruhe zu lassen? Nee, um tu ich was nicht. Geht's? Die Rebellen sind verärgert, weil sie bezüglich der Außenwelt belogen haben. Ich glaube, ich habe die Lösung für Probleme der Welt. Bla bla bla. Lassen Sie mich gehen, ich komme nie wieder. Jawohl. Die Rebellen sind verärgert, weil sie bezüglich der Außenwelt belogen haben. Die müssen begreifen, dass wir das getan haben, um sie daran zu hindern, nach draußen zu gehen und umzukommen. Ich hab's getan, damit sie nicht denselben Fehler machen, den unsere Generation in ihrem Alter gemacht hat. Manche von uns haben damals ihre lieben Freunde und Verwandte verloren. Wir werden nicht noch mehr Leute verlieren. Du, das ist 30 Jahre her. Ich glaube,
Da draußen sieht's auch schon wieder anders aus, als du das vielleicht gekriegt hast. Okay, ich glaube, ich habe die Lösung. Sie wollen die Suppe aus... Ja. Ich schulde dir noch was wegen Jonas. Jetzt schweig und stirb, du Hurensohn. Ich will's bitte diplomatisch lösen. Die Rebellen haben recht, sie müssen die Vault öffnen. Ach, die Rebellen sind also im Recht? Was bilden sie sich ein, uns vorzuschreiben, wie wir die Leute in der Vault schützen sollen? Scheiße, wir haben nicht genug Sprache. Sie haben einfach nicht genug Leute, um hier unten für immer isoliert zu bleiben. Ihre Sicherheitskräfte sind außer Kontrolle. Sie wollen die Rebellen überfallen. Ich werde schon noch überzeugende Argumente finden, nur eine Frage der Zeit. Wenn ich Sprache hochleveln würde. Aber wir können es mal probieren. Sie haben einfach nicht genug Leute, um hier unten für immer isoliert zu bleiben. Die bisherigen Aufseher waren Idioten. Du auch. Wir sind durch ihre Dummheit fast draufgegangen. Ich versuche lediglich, ihre Fehler wieder gut zu machen. In ein, zwei Generationen wird sich keiner mehr daran erinnern. Und wir werden immer noch die harmlosesten, unschuldigsten Menschen auf der Welt sein. Aber dafür müssen wir sicherstellen, dass unsere Art durch Leute von außerhalb nicht noch mehr verunreinigt wird. Ihre Sicherheitskräfte sind außer Kontrolle. Sie wollen die Rebellen überfallen. Verdammt! Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keine Gewalt mehr dulde. Die Vault kann diese Instabilitäten einfach nicht mehr auffangen. Das stimmt. Sie haben vielleicht recht. Der Druck wird zu groß und jetzt bricht die Reinheit und Perfektion meiner Vault um mich herum zusammen. Menschen sind mehr nur als Gene. Menschsein heißt, nie die Hoffnung aufzugeben. Der einzige Zweck ihrer Vault war die Lebenserhaltung ihrer Bewohner. Oh, das ist schwierig. Irgendwie sind diese Gesprächsoptionen sind auch so eine gewisse Prüfung, ne? Ich glaube, wir nehmen das Großspurigere. Menschen sind mehr als nur Gene. Menschsein heißt, nie die Hoffnung aufzugeben. Ich wünschte, ich könnte Ihren Optimismus teilen. Aber ich glaube, Sie haben auf Ihre geschwätzige Art irgendwie recht. Auf meine Art ist die Mission unserer Vault nicht zu retten. Aber indem ich die Kontaktaufnahme zur Außenwelt zulasse, kann ich Ihre Insassen retten. Doch ich bin nicht geeignet, sie dabei zu führen. Ich trete als Aufseher ab und werde Amata sagen, dass ich sie für einen geeigneteren Anführer halte. Das gefällt mir jetzt gar nicht, dass wir jetzt gutes Karma bekommen haben. Aber wir können ja mal gucken, wie viel Karma wir mittlerweile haben. Extras? Nee, allgemein. Böse Architekt des Verderbens. Na schön. Amata, Bewohner, hört genau zu. Nach einer Unterredung mit eurem Freund habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen. Ich bin in meinen Bemühungen, für Sicherheit zu sorgen, vielleicht etwas übereifrig gewesen. Es wurden Menschen um ihr Leben betrogen und sogar umgebracht. Und indem ich für deinen Schutz sorgte, hinderte ich dich daran, erwachsen zu werden. Ich weiß, dass ich diese Fehler gemacht habe. Und wenn es nötig wäre, würde ich sie wieder machen. Darum kann ich nicht euer Aufseher bleiben. Amata, ich ernenne dich hiermit zum neuen Aufseher. Du hast bewiesen, dass du zum Wohl der Vault schwierige Entscheidungen treffen kannst. Es tut mir nur leid, dass ich das nicht schon früher begriffen habe. Betrachte das als einen von vielen Fehlern, die ich gemacht habe. Amata. Keine Ursache, mein Schatz. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich bin sehr... Hey, Amata. Moment, wo? Da hinten geht's lang, ne? Atrium? Nee, wo geht's hier? Darauf, dir zu gratulieren. Ja. Wo ist mein Questfall? Gott, dass ich mich hier nicht zurechtfinde. Ist schrecklich. Ich muss umdrehen und da hochgehen.
So, hier hoch. Hallo, was gibt's Neues? Es gibt nichts Neues. Was auch immer. Schade, dass du da nicht intelligent drauf reagierst. Freund, habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen. Ich bin in meinen Bemühungen, für Sicherheit zu sorgen, vielleicht etwas übereifrig gewesen. Es wurden Menschen um ihr Leben betrogen und sogar umgebracht. Und indem ich für deinen Schutz sorgte, hinderte ich dich daran, erwachsen zu werden. Ich weiß, dass ich diese Fehler gemacht habe. Und wenn es nötig wäre, würde ich sie wieder machen. Darum kann ich nicht euer Aufseher bleiben. Vater! Amata, ich ernenne dich hiermit zum neuen Aufseher. Du hast bewiesen, dass du zum Wohl der Vault schwierige Entscheidungen treffen kannst. Es tut mir nur leid, dass ich das nicht schon früher begriffen habe. Okay, den Text kennen wir. Ich habe eben gehört, dass mein Vater als Aufseher zurücktritt. Er sagt nicht warum, aber es hat wohl etwas mit dem zu tun, was du ihm gesagt hast. Ja. Ich hatte gerade ein klärendes Gespräch mit ihm. Alles sehr zivilisiert. Ihr wollt beide die Vault-Bewohner beschützen, nur jeder auf seine Art. Ihm war gar nicht klar, wie falsch er lag, aber ich habe es ihm klar gemacht. Ich sag mal die erste Antwort. Du und er? Eine ganz normale Unterhaltung? Ich ahnte ja, dass sich das Ödland verändern würde, aber damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber ich denke, wir werden jetzt alle bald etwas über die Außenwelt erfahren. Als neue Aufseherin habe ich vor, die Vault für immer zu öffnen. Es ist ein heller neuer Tag für die Vault. Aber ich fürchte, eine Sache muss geändert werden. Was immer es ist, ich helfe gern. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Was gibt's? Es sind noch viele Reparaturen zu erledigen und viele Gemüter zu beruhigen. Manche Leute geben nach wie vor dir an allem die Schuld. Also muss ich dich bitten zu gehen. Es tut mir leid, aber die Situation hier ist zu heikel. Da kannst du nicht bleiben. Ist okay. Bitte, wenn du der Vault wirklich helfen willst, musst du gehen. Darf ich dich besuchen? Ich verstehe. Tschüss, Amata. Ich habe die Vault gerettet und du... Ich würde sagen, ich habe die Vault gerettet und du schmeißt mich raus? Nein, das stimmt nicht. Aber wenn du bleibst, entstehen nur noch mehr Probleme. Die Vault kann keine Machtkämpfe verkraften. Uns bleibt keine Wahl. Es wird lange dauern, bis wir bereit sind, nach draußen zu gehen. Doch wenn die Vault sich wieder stabilisiert hat, sehen wir dich draußen womöglich. Vorerst müssen wir uns Lebewohl sagen. Hier, es ist zwar nicht viel, aber nimm es bitte als Andenken an uns. Mit etwas Glück sehen wir uns wieder. Wie wär's damit, uns einfach in Ruhe zu lassen? Es ist schon genug Schaden angerichtet. Ich glaube, das ist ein Abschied für immer, Amata. Ich glaube, wir sehen uns nie wieder. Tschüss. Schön, dass wir uns wiedersehen. Mann, ich wünschte, wir könnten diesen Laden aufmischen. Schade, dass wir uns verabschieden müssen. Viel Glück da draußen. Tschüss. Das wird schon. Ich glaube nämlich am Martin. Wir gehören nicht mehr hierher. Ja, halt die Fresse. Ich glaube nämlich, dass am Martin soeben die Macht zu Kopf gestiegen wird. Irgendwie ist es nicht gut, die Macht einem Menschen hier zu überlassen. So eine kleine Demokratie würde dem Laden sicher ganz gut tun. Allein, das sieht das Spiel nicht vor. Schade. Okay, jetzt raus hier. Weißt du, so eine kleine Demokratie würde das gar nicht so schlecht tun. So, ich muss hier raus. Was bist du jetzt eigentlich? Die gehören nicht mehr hierher! Du bist immer noch sauer auf mich, okay. Dann gehe ich halt mal raus. So, tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat, aber es war für mich wirklich eine schwierige Entscheidung. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Wisst ihr was? Ich lasse die Tür jetzt einfach mal offen. Lass die Tür jetzt einfach mal offen und wir gehen raus. Oh, sie geht automatisch zu, okay. Alter. Ich krieg grad so die Gänsehaut. Das ist gerade so ein Flashback. So Folge 4 oder so, wo wir die Vault wirklich zurückgelassen haben, wo wir exakt das gleiche Bild bekommen haben.
habe schon wieder keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Es ist wie immer. So, damit müssten wir die Aufgabe eigentlich erledigt haben. Ja, haben wir. Vault 101 dauerhaft verlassen. Was? Ja. Da steht's eigentlich schon drin. Dauerhaft. Das heißt, wir dürfen die auch nie wieder besuchen. Naja. Na schön. Was ist das für ein Gebäude? Ah, toll. Lass mich hier raus. So. Jetzt müssen wir entscheiden, was wir als nächstes tun. Gut, wir können natürlich, was wir natürlich machen könnten, wäre, wir könnten eines der DLCs machen. Ansonsten habe ich hier eigentlich wirklich keine Quests übrig. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Gut, wir können auch einfach mal losziehen ins Ödland. So ohne Plan und ohne Karte. Einfach mal losziehen, vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Halt, Moment, war dieser Safe da? Konnten wir den damals eigentlich öffnen? Nee, ja, den haben wir geöffnet. Okay. Wisst ihr was, dann beende ich an dieser Stelle die Folge. Ich glaube, die ist eh lang genug. Und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich speichere dann auch mal wirklich. Zu schneiden habe ich jetzt eh genug. Ja. Und dann überlege ich mir bis dahin, was wir als nächstes tun. Ciao.